Heute ist das Thema Erleuchtung. Also ich habe aus Eigeninteresse, habe ich selber nochmal geguckt, also auf YouTube, was so Gurus und so weiter, früher und jetzige Gurus sagen dazu, also über ihre eigene Erleuchtung. Und mir ist da auch selber ein bisschen bewusst geworden über mich selber. Also ich bin der Meinung, dass also erstmal ist das kein fertig. Ne? Also bei einem Buddha vielleicht, das weiß ich nicht, aber es macht auf mich den Anschein, dass es Erleuchtungserlebnisse gibt, die jeder Mensch haben kann. Auch quasi, naja, so ohne irgendwelche Vorbereitungen kommt das sehr selten vor. Wo man sehr nahe kommt, ist eben dieses super Zufriedenheitsgefühl. Ich denke da immer an so einen Moment, wo man vielleicht im Garten in der Natur oder sowas ist und der Geist zufrieden ist, der Körper auch, und mal so ein Zufriedenheitsgefühl hat. Das ist quasi so ein Schnuppern in die Richtung von Erleuchtung. Und das ist auch das, was manche erzählt haben, dass sie halt so, Satguru hat das erzählt, sein Erlebnis, warum er erleuchtet ist, und fällt mir jetzt gar nicht ein, der Mensch mit dem deutschen Namen. Also sie haben beide von so einem Erlebnis erzählt, was ich eben als Erleuchtungserlebnis erstmal nur deute. Andere haben eben auch gesagt, das ist eher ein Prozess. Ne? Und das kommt dem, was ich so bei mir festgestellt habe, auch am nächsten. Ne? Und eben genau dies, wenn ich sagen würde, ich bin erleuchtet, also mich haben schon ein paar gefragt, ne, in Bezug auf Meditation, ne, bist du schon erleuchtet und so. Also die das dann sagen, dass sie das wären, das ist ja quasi Kontradiktion. Also es ist halt auch ein Prozess, der niemals fertig ist. Also so schließt das an das an, was wir letztes Mal hatten, das mit dem Müll raustragen. Das ist halt so ein, Meditation ist so eine Art Reinigung. Wenn man das richtig macht, dann kommen da eben auch diese Zen-Garten, großen Wackersteine auch mal zum Tage, also alte Erlebnisse, mit denen man sich dann länger beschäftigen muss, über mehrere Monate und so, und möglicherweise die dann halt auch auflösen. Das nenne ich das Reinigen. Das ist halt so körperliche Verspannung in unserem Qigong oder mit Yoga oder was ihr auch da immer macht, Körperwahrnehmung. Ne? Da wird man immer feiner drin, und so ist das in der Meditation, dass man eben auch seine mentalen Prozesse kennenlernt. So ist das, also das, was ich Meditation, Sitzmeditation wohlgemerkt, ne? Also die anderen Sachen tituliere ich so nicht. Also Gehmeditation gibt es, das ist für mich aber auch eine Vorbereitung. Es ist eher in Richtung Körperwahrnehmung. Ne? Also die Sitzmeditation hat auch diesen Bestandteil des Lernens über die eigenen Körper-Geist-Zusammenhänge, diese Gedanken- und Handlungsmuster, Nama, Rupa, Körper-Geist, kennenzulernen bei sich, wirklich mal kennenzulernen, wie wahnsinnig stark das ist, ne? Wie das in einem Handlungsmuster antreibt, also anwirft, und wie langsam das ist, sich langsam daraus zu lösen, das hat man schon, also dass man eben mitkriegt, ich habe Ärger in mir, ich möchte rausfinden, woran der liegt, und die Ursache bearbeiten, oder ich habe Liebe in mir, da möchte ich auch die Ursache wissen und die öfter herbeiführen. Das ist natürlich auch schon der Affengeist, aber
dass ich wenigstens die Chance habe, aus diesen Handlungsmustern auszutreten und nicht getrieben bin durch externe Auslöser. Und je mehr ich mich quasi daraus löse, körperlich und geistig, und zwar nicht, also nicht, wie soll ich das sagen, ich bin trotzdem in der Welt. Also das, was man in der MRT festgestellt hat bei Meditierenden, ist, dass wenn die halt einen Trigger von außen kriegen, dann ist dieses Gefühl, was die haben, extremer, aber kürzer. Also die haben eingeübt, hinzugucken, zu entscheiden, kann ich was machen, kann ich nichts machen, wenn ich was machen kann, gezielt was machen und dann loslassen. Und bei anderen ist es halt einfach so ein Anwerfen von einer Reaktion, die sich aufrecht erhält. Also Schmerz, geh weg, dann bleibt er länger da. Dann behalte ich die, oder Angstschleifen, die bleiben dann immer da. Und in diese Richtung des Lösens daraus, aber durch Lernen, langsam über Jahre, über Jahrzehnte lernen, also so eine Art Reinigungsprozess, wenn man das so nennen kann, das, da gibt es dann manchmal Erlebnisse, wo wirklich die halt merkwürdig sind, wo man dann wirklich denken kann, man wäre jetzt erleuchtet, bis das dann auch wieder sich nivelliert und dann merkt man, oh, das war es noch nicht, das scheint noch weiter zu gehen. Also es ist auch so ein Spiralprozess. Ich glaube nicht, dass das aufhört. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwann zum Ende kommt. In der Neurologie gibt es da auch Informationen. Das war bestimmt zu viel Erzählerei. Aber nun, dieses Wort Erleuchtung ist multifach aufgeladen. Ich bin es noch nicht. Aber ich habe, wie gesagt, schon in dieser Stufe, wie andere Gurus sagen, dass sie erleuchtet werden, solche Geschichten habe ich im Laufe meines Lebens schon öfter gehabt. Aber deswegen muss ich trotzdem den Müll rausbringen und Essen machen, aufs Klo gehen und so weiter. Also ich bin nicht anders als ihr auf meinem Weg. Alles andere halte ich für auch verkehrt. Also ich kann nicht sagen, wie ich was mache und dann nehmt ihr das an, wie ihr das selber gerade braucht. Und nun sitzen wir zusammen rum. Wie immer, richtet euch ein, macht es euch bequem, aber so, dass ihr noch gut frei atmen könnt. Also das ist ein guter Wegweiser, frei atmen. Also aufrecht, aber entspannt, dass ihr vollständig atmen könnt. Das ist wichtig. Und zuerst ist es halt wirklich gut, diese Entspannung im Körper wahrzunehmen. Und auch vom Groben zum Feinen. Also ich weiß, diese Sandalen drücken ein bisschen, wenn ich so komisch sitze. Ich irgendwie merkwürdig, meine Sitzunterlage ist richtig die ein. Für die das neu ist, sind 20 Minuten schon fast zu lang. Und für Leute, die jeden Tag meditieren, ist es ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, es ist eine akzeptable Länge. Also lang genug, dass Hindernisse auftreten können, weil die sind eure Lehrer. Ja. Ihr müsst nicht, wenn etwas unbequem ist zu sitzen, müsst ihr das nicht aushalten. Aber wenn ihr euch eingerichtet habt und zum Beispiel merkt, wow, das tut doch irgendwie weh, ich halte das nicht aus, dann vergleicht das mal mit irgendeinem Unterhaltungsding. Also mein Beispiel ist immer ein Spielfilm. Und wenn ich mich dann eingerichtet habe und während des Spielfilms in dieser Position aushalte,
aber in der Meditation nicht, dann ist das bereits euer Lehrer. Und wenn euer Körper, also wenn es vorkommt, dass euer Körper zufrieden ist, dann achtet darauf, ob euer Geist zur Ruhe kommt. Und manchmal ist auch der Freund Affengeist zufrieden, ist mal still, dann bleibt nur das Atmen über, das Atmen. Achtet darauf. Wenn ihr abdriftet, kommt ganz entspannt wieder zurück zum Atem oder zu den Körpergefühlen oder zum Wahrnehmen des Geistes. Wenn Gedankenbilder auftauchen, auch wieder zurück. Das Einzige, was ganz wenige von euch in 20 Minuten vielleicht sehen, das ist ein Licht, aber das kommt eigentlich später. Ihr merkt, wenn ihr ihm hinterher rennen wollt, dann verschwindet es. Dann war es das Richtige. Das kann man auch nicht forcieren. Einbilden hilft auch nicht. Von selber entspannen, von selber den Geist zur Ruhe kommen lassen.
schon wieder die Zeit, sich diese merkwürdige Frage zu stellen, ohne eine Antwort. Also eine Frage ins Nichts. Wie lief diese Session? Oder wie fühle ich mich jetzt? Effekte erzeugt. Okay. Erleuchtung in 20 Minuten. Zack. Keine Chance. Das ist halt dieses Merkwürdige, dass man setzt eine Intention und schaut, wie es passiert, was dabei passiert und lernt. Auf subtile Art und Weise. Es ist genau, es ist eben dieses forcierte, ich mach das jetzt und so, ist hier völlig, führt zu nichts. Aber ich kann trotzdem noch einen kurzen Talk von einer Psychologin, die ich eigentlich ganz nett finde, aus Kalifornien verlinken, ist leider in Englisch, die sich eigentlich mit Narzissten beschäftigt, die hat das gut erklärt. Eigene Geschichte. Sie erzählt ihre eigene Geschichte. Verlinke ich auf YouTube. Und auf diesem Weg, also dieses Einüben dieses inneren Lächelns, das von selber entsteht, wenn Körper und Geist so ein bisschen zufrieden sind. Nach allem, was ich jetzt über mein ganzes Leben weiß, das geht zumindest in die richtige Richtung und es hat sofort gute Effekte. Ja, ist klar, wenn ich von innen, wenn ich so ein Herzenslächeln habe, das Leben wird wirklich einfacher. Also man kann damit was anfangen. So habt ihr konstruktives Nichtstun. Eine Rumsitz-Session. Ich hoffe, es macht euch trotzdem na, Spaß, kann man das nicht nennen. Irgendwie sowas. Mehr subtil. Bis zum nächsten Stream. Lasst es euch gut gehen. Du hattest die Chance, etwas zu sagen. Nein, nein, nein. Du hast doch nicht so ausgesehen. Im Chat war auch nichts. Dann dreimal Wunder, Sadu. Sadu, Sadu, Sadu.